I have the high ground. So, so. Todesalp. Aha. Schatten. Oh, ach, da gibt's zwei Schatten und ein Todesalp. Klingt wie ein schlechter Roman. Zwei Schatten und ein Todesalp. Aber es ist nur alt so schlimm. Alp so schlimm? Ja, das war der Witz. Der gerade der Schatten den anderen Typen reingeschmubbelt? Keine Ahnung, also ich habe ihn nicht kommen sehen. Ah. Karlach ist noch nicht im Kampf? Doch. What? Doch. Ach doch, alles also, sah eben im ersten Moment nicht so aus. Nee, nee, Karlach ist die, die als erstes auch angreifen konnte gerade. Achso, dann bin ich erst nachträglich reingekommen, weil ich war die ganze Zeit nicht im Kampf, bis der Alp ihn getroffen hat. Ach so. Ich dachte, wir wären alle im Kampf. Nee, ich dachte... Ich dachte, ich könnte mich noch reinsneakern, aber nee, hat nicht geklappt. War jetzt etwas schwarze Tentakel? Wow, was zum Teufel ist das? Alter, das ist schwarze Tentakel. Ja, okay, es ist genau das, was du sagst. Oh nö, der ist genau hinter der Säule. Fuck. Naja, Friedhof macht das. Dann gehe ich auf die anderen. Weg ist unterbrochen. Okay. Fuck. Obwohl, du machst auch relativ viel Crit mit deinem Speer, oder? Ja, öfter auf jeden Fall. Jetzt irgendwie nachvollziehen und nachsehen, wie viel Crit ich mach? Müssen wir gleich mal gucken. Nicht. Ist mir nur so aufgefallen. Ja. Aber ich critte schon häufig, ja. Vielleicht macht das ja für mich Sinn. Ich meine, ich glaube, das Amulett, was ich gerade habe, ist sowieso relativ nutzlos. Ja, du hast den lachenden Mönch, ne? Ja, ist das mit dem. Ja, vielleicht soll das vielleicht mal an Karlach gehen, weil die hat doch Ki, oder nicht? Ja, dann macht das was mit Ki? Ja, deswegen, das ist ja mein Mönchsamulett. Das macht ja Ki-Wiederherstellung. Und das ist, sag ich mal so, für Mönch ziemlich krass. Au. Oh. Ups. Du spinnst das voll. Das war größer, als ich gedacht habe. Noch macht er uns alle platt. War ja wieder klar. Großmeister Pillefarz. Todesalben nicht mit Telekinese bewegen, das ist natürlich ärgerlich. Hier nicht runter? Was? Der Punkt ist nicht erreichbar. Komm hier nicht mehr runter! Ich bin gefangen auf dieser Kiste. Au, was? Was war das? Da ist noch ein Schatten, den habe ich gar nicht gesehen, den Sack. Stimmt. Ah. Ziel ist zu nah. Fuck. Will von dieser verdammten Kiste runter.
Resistenz. Er scheint keine Resistenz gegen sowas wie Taschas grässliches Gelächter zu haben. Er hat doch nichts mehr. Soll ich den Alp einfach töten? Oder kann das einer von euch? Er hat nur noch 5 Leben. Ja gut. Dann töte ich den gleich. Nice. Sehr schön. So, ich komme mal zu euch. Zielpunkt ist unerreichbar. Warum kann ich denn... Ich muss, glaube ich, runterspringen. Da kommen sie angerannt. Und jetzt kriegen sie aufs Fressbrett. Fressbrett! Was war denn sein Problem gerade? Der hat sich gedacht, nee, ich hau lieber. Auf so einen Scheiß habe ich keinen Bock. Ohne mich! Die Musik ist so interessant. Ja. Die haben wahrscheinlich nekrotisch resistent, oder? War das nicht so? Ja, bis. Idiotische resistent. Ja. Da bringt mir der Vampirgriff wenig. Hm. Hau ich den immer auf den Kopf. In der Beziehung ist das halt nicht wirklich Markus Gegend hier. Weil die alle untot sind. Nekrotisch und idiotisch. Marco verprügelt Leute mit seiner Laterne. Ja, das ist meine Packlaterne. Ich prügel mit meiner Laterne. Danke. Genau da wollte was ich drauf. Was meine hinaus. Laterne gibt her. Die Untoten, die sehen gleich Sterne. Denn ich hasse sie sehr. Ich hau alles raus. Komm, hat das nicht geklappt? Das. Das ist so meine. Ist der Hund der letzte? Ja. Sehr gut, was? Du hast die Hand angegriffen. Oh Mann! Ja, cool, danke Fridjof. Warum ist denn auf die Hand? Wer platziert die denn direkt über den Das Gegner? War das Einzige, wo ich sie hinpacken konnte. Also es war nicht meine Schuld. Es ist nicht meine Schuld, wenn du nicht zielen kannst. Hallo? Gib dir die Hand doch in die Laute. Was? Wo ist denn der Alp? Da drüben irgendwie. Welcher Alp? Oh ey. Ach da ist noch einer. Wow. Ich dachte, wir hätten schon Feuer. Oh. Wer hat gerade Karlach getötet? Kann mir jemand auch helfen? Was macht Fridjof eigentlich? Was ist mit dir los? Ich bin nicht der sonst das Team in die Luft jagt. Ich jag ja niemanden in die Luft. Nein. Nein. Nur mich in diesem Kampf und dann schmeißt du Karlach auf den Boden. Alter, nimm dir mal die Rollen weg. Das ist keine Rolle. Das kann ich immer wieder machen. Du heute Kampf, okay, ich habe offensichtlich aber auch keine Wiederbelebungsschriftrollen. Wieso habe ich keine Wiederbelebungsschriftrollen? Tja, besser so. Keine Ahnung. Was haben wir hier? Gold für den Fridjof. Oh, wir haben alle Level Up. Ja, stimmt, wir haben Level Up. Können auch erst leveln. Aber ich wäre für eine kurze Rast danach. Ja. Ich würde auch eine lange Rast. Ich weiß nicht. Brauchen wir eine lange Rast, ist die Frage? Lange Rast glaube ich nicht. Ja, sonst machen wir nur eine kurze Rast. Das ist auch okay für mich. Ich hab auch ihr wollt. Irgendwas noch badische Inspiration. Ja, das irgendwas steht da hinten und jagt in die Luft.
Was verpasst ihr badische Inspiration und jagt dich in die Luft? Ich habe, glaube ich, irgendwann mal irgendwem von euch eine badische Inspiration verpasst, ja. Mir, aber das ist schon länger her, weil die habe ich ja schon genutzt. Das ist ja auch was, was du wieder in irgendwelchen Sachen nutzen kannst. So Griechen etc. Also wir wollen kein Schlafen machen, nicht? Wir wollen jetzt nur eine kurze Rast. Ist das richtig? Mir egal. Es ist heilt bei mir leider nix. Also regeneriert bei mir keine von den Fähigkeiten natürlich. So, aber ich pump mal eben meinen Stufenaufstieg rein. Das ist ein Merkmal. Jetzt ist die Frage, worin hau ich mich weiter? Ich wollte irgendwas. Es ist schön. Das dauert immer so lange mit dem Leveln. Ich weiß gar nicht, wohin ich wollte. Wollte, glaube ich. Letztliche Aktion. Ich glaube, den Schurken, den musste ich auf die 3 bringen. War das richtig? Damit ich irgendwie. Gott. Ich wollte irgendwie ja noch mehr Wurfaktion haben. Juhu, ich habe jetzt extra Angriff. Ich steck's erstmal in den. Keine Ahnung, ich glaube, ich steck's jetzt erstmal in den Fight. In den Fighter, sag ich schon, in den Schlingel. Auch ein bisschen mehr Leben. Ein bisschen mehr Leben? Achso, ich krieg immer ein bisschen mehr Leben. Ach. Macht ja gar nichts. Du hast auch einen extra Angriff? Ja, das ist bei vielen Klassen ja auf Stufe 6 dann der. Bonus stackt leider nicht. Aber es bedeutet, ich habe jetzt schon mal, wenn ich alles habe, 3 Angriffe in der Runde. So. Willkommen in meiner Welt. Meiner Welt. Gut. Dann können wir, wenn ich mir die Karte hier angucke. Aber wenn wir eine kurze Rast machen wollen. Haben wir doch schon. Hä? Wir haben garantiert noch keine kurze Rast gemacht. Doch, gerade eben. Warum hat Marco dann immer noch kaum Leben? Dann Marco die Hälfte tot war. Irgendjemand hat ihn in die Luft gesprengt. Ja, hättet ihr damit gewartet, hätte ich jedem noch mal badische Inspiration umsonst geben können. Aber naja, egal. Und was hätte das gebracht? Dann hätten wir alle bis zur nächsten langen Rast noch einen Buff und ich hätte meine Sachen gleich wieder gekriegt. Das ja, hätte badische Inspiration schon verballert. Hab ich auch gedacht. Nee, nicht komplett. Ich hätte noch 2 gehabt. Naja, genau. Du kannst es doch jetzt immer noch machen. Wir sind ja. Ja, aber dann habe ich. Ja, aber dann habe ich meine Ressourcen wieder verballert. Wir haben immer noch eine kurze Rast offen. Also wir müssen jetzt mal eine lange Rast machen, weil ich brauche dringend meinen Kampfrausch wieder. Ja, dann brauche ich es jetzt nicht machen, weil das gilt eh nur bis zur nächsten langen Rast. Hä? Ja, aber nach einer langen Rast kriegst du es doch auch wieder. Ja, aber dann brauche ich es jetzt ja nicht raushauen. Okay, dann setz es nie ein. Ja. Nein, es ging nur darum, dass man, bevor wir die kurze Rast gemacht hätten, dass ich das noch hätte verbrauchen können und es dann wieder gekriegt hätte. Darum. Ja, dann, also bevor wir die nächste kurze Rast machen, die wir noch haben, werden wir dich eventuell nochmal dran erinnern. Vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Ist auch wahrscheinlich nicht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt entweder wieder zurück durch den Garten, dann zum Friedhof, oder wir gehen auf der anderen Seite wo dieses Tor war, wo auch das kleine Mädchen vorstand. Im Friedhof. Genau. Oder wir gehen erst in die Gruft. Ich hole mir gerade noch mal ganz kurz an, was ich skill. Ja, klar. Alles gut. Ich glaube, ich mache einfach Attributsverbesserungen. Leichenhaut. Also, worauf hättet ihr denn mehr Lust?
Was schreit für euch Spaß? Hannofan. Leichenschmaus im Leichenhaus. Ja, dann gehen wir da rein. Lass uns doch Baldur's Gate gehen. Alles klar und tschüss. Endlich zu Ende. Wow. Ne, dann gehen wir hier ins Leich. Ach ja, stimmt. Ja. Marco sollte als erstes. Boah, toll. Auf die letzten 2 Meter. So. Ist das schon alles? Eichendoppeltür. Da ist es ziemlich groß. Weiß nicht, ob man sowas aufmachen sollte. Da sitzt ein verzweifeltes Skelett. Hm. Das finde ich ja geil. Ich habe einen Knopf gefunden. Ah, ein Button. Drück ihn. Erstmal durchsuche ich hier die Jute-Säcke. Da geht bestimmt diese Wand hier auf. Die sieht schon so suspicious aus. Lass uns doch auf der anderen Seite auch nochmal gucken. Na gut. Feuer brennt hier auch irgendwie nicht in dieser Gegend, ne? Nee, wird immer automatisch ausgestellt. Kein Licht ist erlaubt. Das ist also Rüstungen. Hier liegen alles voller Rüstungen. Keine davon kann ich mitnehmen, um sie zu verkaufen. Das ist doch traurig. Das sieht mir aus wie diese komischen... Fuck. Diese komischen Rüstungen von diesen Geistgestalten, die wir geplättet haben. Ich drück mal auf den Knopf. Ich wollte gerade sagen, lass doch das. Okay, Marco hatte schon gedrückt. Oh, Leute. Nicht nochmal. Es war verlockend, ne? Nicht nochmal. So, oh, hier sind Kisten mit Rot drin. Eine Halskette. Ach, die Tentakel-Halskette. Was? Eine Tentakel-Halskette? Ja, damit kann man meinen Zauber machen. So einfach geht das? Ja, tja, siehst du? Ein viertes Ring des Handelns. Täusche. Will jemand von euch Tentakel machen? Ich nicht. Was für ein Ring des Handelns? Viertes Ring des Handelns. Täuschen plus. Wer ist viertes? Keine Ahnung. Was hatte die andere Leiche? Das waren Handtücher. Ja, sag mal. Handtücher. Zelten. Zelten? Egal. Campen? Gut. Dann mache ich die große Tür auf. Oh, guck mal, hier liegt auch ein fleckiges Handtuch, Fridjof. Willst du es mitnehmen? Nein. Da drüben liegt noch eine Nachricht. Wollen wir die vielleicht lesen, bevor wir... Okay. Nein, erst rein, dann Nachrichten lesen. Ah, warte, da ist noch ein Holzsack, den müssen wir noch durchgucken. Jetzt will ich die Nachricht lesen. Warte, Fridjof, Vorsicht, Cannonball Taylor. Da sind Leute, da liegt ein Untoter auf einer Entlüftung. Ja, ich sehe es. Der zuckt noch. Jetzt will ich die Nachricht lesen, komm her. Ja, dann lies die Nachricht. Ja, aber dann nicht wieder mit Schattenfluch. Schattenfluch! Die heißt übrigens Schattenherz. So, eine kleine Erinnerung, Schwestern, vergesst nicht, dass die Patienten durch die heiligen Hallen frivolen Dingen wie Schmuck, Uhren, übermäßig viel Gold befreit werden müssen. Ja, diese Lasten können in der Schatzkammer hinter der verborgenen Wand sicher verwahrt werden. Bla bla bla, okay, haben wir schon gefunden. Ah, okay. Das war alles, also dafür hatten sie ziemlich wenig. Ja, irgendwie dafür, schon, dass da ne? Sachen verwahrt werden sollten. Bewahrt. So, also hier sind die ganzen Untoten jetzt auf den Lüftungen. Ja, können wir an den Seiten ja sogar, lang? Die leben ja sogar. Hm. Ja, ich weiß. Können wir an den Seiten lang? Wird vielleicht den Seitengang. Die Frage. Also wir können auf jeden Fall nicht sneaken hier. Ja, aber läuft vielleicht mal auf den Seiten hier lang. Also dass wir nicht vielleicht mitten durchgehen, wo auch die Gastsachen austreten könnten. Ja, oder wir könnten halt einen großen Stein auf den Untoten werfen. Ja, aber dann stehen alle anderen immer noch auf, wahrscheinlich, weil wir dann im Kampf sind. Das heißt, du müsstest auf alle Untoten, die hier liegen, einen Stein werfen, gleichzeitig. Natürlich spreng ich ihn nicht.
Warum gehst du auf die andere Seite? Weil ich normalerweise darüber nachdenke, dass wir uns ordentlich positionieren wollen oder so, aber ja, das geht ja aber nicht mit der Laterne. Das ist voll scheiße. Können wir das auch mal abstellen? Mit der Laterne. Dust on the leftmost door has been wiped clean. Okay. Wer springt runter und macht sie auf? Ich würde sagen, wir gehen aber. Oh. Das hat sie aufgeweckt. Okay. Ja, wir haben zumindest jetzt eine gute Position. Ich würde auch sagen, also. Besser als mittendurch. Da weiß ja nicht, was aus den Lüftungsschächten rauskommt. Ne? Ja, das ist echt die Frage. Also Giftwolke Blut steht da. Kann ich eh nicht machen. Die werden sich alle bewegen, aber die kommen hier nicht so schnell hoch, glaube ich. Ich glaube, Zombies können nicht springen, oder? Aber vielleicht klettern. Aber die Schatten sehen schön dramatisch aus um dich rum, Marco. Stimmt. Ach, Karlach ist vergiftet. Ja, die wurde eben angebupst. Ah, bei den hinten da ist Gift rausgekommen. Ach, okay. Da sind ja doch Toxine. Oh Gott, ich bin ja auch ganz, ganz knapp vor den Toxinen, sehe ich gerade. Bei mir ist ja auch hier Giftwolke. Könnte man, es kommt dir aus dem Hintern. Es kommt ihnen aus den Hintern. Frithjof, bitte töte uns hier. Mimi. Ah, eine deutsche Wolke. Deutsche Wolke? Eine deutsche Wolke. Oh, der kommt sogar von hinten. Scheiße, ein intelligenter Zombie. In allergrößter Not springst du wieder zurück. Wo ist das Problem? Das stimmt. Oh, nack. Hau erstmal den da weg. Das Weg ist unterbrochen. Warum ist der Weg unterbrochen? Oh, jetzt aber. Ich mach echt viel Crit, ja? Vielleicht wird sich das doch bei mir lohnen. Dann hole ich das Amulett gleich aus dem Lager. Ist nicht eben schon einen irgendwie angeschossen? Den da hinten. Ach, der ist zu weit weg. Naja, nicht weit weg, aber gut passiert. Bin auch doof platziert. Zieh dich unversehrt zurück. Bewegung provoziert keine Gelegenheitsangriffe. Wir können. Ah, jetzt. Auch gerade alles nix. Ha. So, ja. Wo geht Karlach lang, wenn ich das tue? Oder kann sie von hier? Kampfrausch ist auch gerade. Ja. Ah, perfekt. Mach das einfach mal. Kann sonst eh nichts machen. Spurtende Zombies. Gruselig sowas. Spurtende Zombies. Wird auch ein guter Song werden. Wenn ich ein spurtender Zombie wäre, dann komme ich hinter dir her.
viel haben wir noch? Ein Zombie hat noch gar keinen Schaden gekriegt, nach der da hinten. Hey, what? Nein, er kommt her. Oh Gott, er will mich fressen. Der Weg ist unterbrochen, den treffe ich doch locker. Na gut. Okay. Das hat die Hand nicht überlebt. Das ist natürlich. Oh, mit einem Leben. Ich glaube, es hakt Bällchen. Oh, mit einem Leben! Willst du mich? Blitzen, Blitzdingsen, glaube ich. Dann hau raus. War schön durch. Der da unten hat auch nur ein Leben. Was ist los? Leben am Rande. Überlebenszombies hier. Ja, perfekt. Sehr schön. Der hat auch nur noch ein Leben. Alle hatten ein Leben, wirklich krass. Ist das so eine Eigenschaft von Zombies? Kann sein. Wenn sie sterben würden, sterben sie nicht, sondern haben noch ein Leben. Vielleicht, keine Ahnung. Echt jetzt? Weg ist unterbrochen. Soll das ist egal. Boah, das nervt mich aber gerade. Vielleicht dahin, wo Marco steht. Oder so. Perfekt. Ja, in der Mitte ist natürlich jetzt alles seuchig, weil da nichts mehr drauf ist. Dann müssen wir halt die Leichen nehmen und wegwerfen. Aufschmeißen, ja. Ist das ein Immun gegen Gift? Achso, oh. Dolchwolke tut mir auch weh. Dolchwolke raus, ja. Warte. Mal weg. Ich wusste nicht, dass die selbst auch weh tun. Oh Mann. Du hast Gegengift im Inventar, glaube ich. Oh. Kann mir das mal einer geben? Einer von euch hat das im Inventar, oder? Du bist schon nicht mehr vergiftet. Ach, fuck. Ich darf den Zombie auch nicht werfen. Ich bin anscheinend nicht mehr stark genug, um zu werfen. Da hinten ist eine Metalltür. Und hier vorne. Und jetzt hier nach links, da ist irgendwas Versteinertes. Da ist ein toter Hafner. Und zwei fette Holzsärge. Ja. Und ein Holzsarg und ein Hartholzsarg. Ja, wollen wir vielleicht erstmal in den Raum im Süden? Ja, gehen wir erstmal in den Raum, weil. Das andere ist eh alles noch ein bisschen. Fertig. Särge. Nix drin. Olams Tagebuch. Wollen wir die Särge in der Mitte auch mal anfassen? Guck mal rein. Lass uns das zuletzt machen. Die sehen jetzt nicht aus, als wären die irgendwie krass. Ah, okay. Ersatzschlüssel zum nekrotischen Labor ist hier bei dem toten Hafen. Okay. Thanks. Der Rosenholzsarg, der sieht irgendwie wichtig aus. Da ist nichts drin. Schade. Hier sind noch Forschungsnotizen. Zauber, Schattenfluch bannen, möglich? Fragezeichen. Variante von Fluch brechen, Magie bannen, anderen Zaubern. Rezitation, Umbra unwirksam, unwirksam, unmöglich, möglich, okay. Ich hole mal eben das Amulett aus dem Lager. Ja. Akolyt, letzte Ruhestätte, okay. Ich bin inspiriert. Ja, das war das Tagebuch, was ich gerade gelesen hatte. Hat er das Ding mal ins Inventar gekloppt? Ja, danke. Das Chirurgenamulett, nicht? Einmal pro langer Rast kann der Träger, wenn er einen kritischen Treffer gegen einen Humanoiden landet,
Das zieht 2 Züge lang Leben. Einmal pro langer Rast. Ja, das kannst du dann aber aussuchen, ob du das triggern willst oder nicht. Aha. Auch sehr selten, muss man sagen. Abgewartete Zeit? Was ist denn abgewartete Zeit? Okay. War da eine Truhe drin? Ich probier's einfach mal. Marco, ich geb mal das andere Amulett bei Karlach rein. Ja. Sieht schick aus, aber ist leider Kleidung. Ein Kratzer beschwören sehe ich gerade. Ein Kratzer beschwören. Wollte ich nur mal gesagt haben, ne? Okay. Ich kann auch immer noch Trolle beschwören, aber. Ich kann Tentakel beschwören. Wenn du schwören, ich kann schwören. Ja, dann können wir hier raus wieder. Ja, warte. Da oben ist noch ein Holzsack, den wir noch nicht aufgenommen haben. Ah. Fuck. Ich hab doch gesagt, warte. Egal, das Schaden, den nehme ich. Ja, das tust du. Ja, das tust du. So, ja. Wo sind denn hier die Dinger? Da hinten. Kann ich den bis dahin werfen? Mein Charakter hängt fest. Mein Charakter bewegt sich nicht mehr. Bei mir steht er hinter uns. Ja, ich bin noch in dem Dings. So, jetzt bin ich hinter euch. Ist das jetzt irgendwie asynchron oder was? Nö. Hast du gerade irgendwie nicht richtig getroffen oder? Nee, ich komme nicht so weit. Sind zu schwer, wa? Ja. Kann man da nicht was Leichteres raufwerfen? Haben wir nicht noch ein paar Holzschilde? Ich könnte noch welche im Lager haben. Hat es geklappt oder ist die Kiste jetzt kaputt? Ich glaube, die Kiste ist kaputt. Ich glaube, die ist kaputt. Schade. Wir könnten einen Haufen Gold raufwerfen. Ich glaube, Gold deckt nicht genug ab. Soll ich nochmal im Lager gucken, was hier noch an den Gegenständen rumliegen? Ich habe ja auch noch ein paar Bücher, ich weiß nicht, ob die genug abdecken. Warte mal. Kann ich die nicht einfach... Hope your soul is in good hands. So. So lang gestiefelt wie so ein Meister, ey. Ich bin Meister. So macht man das. Warum liegen hier so viele Klamotten auf dem Boden? Ich werde sterben. Irgendwie ist es hier immer noch diesig, aber kommt das aus diesem Ding? Das nee, jetzt kommt aus dem da hinten, also. Ja, okay, mach mal die Tür hier auf, Marco. Ach, die ist abschlunden. Ja. Haben sie extra zugemacht. Scheiße. Da hinten ist das Leichenhaus-Labortür, sehe ich gerade. Ja, den Ende. Schlüssel haben wir ja. Den haben wir? Ja. Ich nicht. Ich aber. Aber dann würde ich den aus deinem Inventar auch kriegen, also wenn wir den hätten. Ja, für die Labortür. Ach so, da hinten. Sag das doch. Deswegen ja, habe ich doch gesagt, den Schlüssel haben wir. Das war bezogen auf die Labortür, von der du gerade in dem Moment ich war noch bei Marco seinem, die ist abschlotten. Ja, aber in dem Moment hast du gerade von der Labortür geredet. Ja gut.
Oh, Alter, 30er Schloss, ey. Oh, da ist bestimmt was Krasses hinter. Karlach, was macht dieser Hebel da drüben? Ich hab's auch gerade gedacht. Ach, da ist ein Hebel. Drücken wir den noch mal. Be something around here to unlock this thing. I'm not getting through this way. Ah, holt den Hebel. Let me look around. Might be something that'll help me crack this thing. Habt ihr den Hebel jetzt? Naja, der Dialog kommt bei diesem Dings. So. Ja, wahrscheinlich müssen wir in die Labortür rein, damit wir das da bewegen können oder so. Weiß ich auch nicht. Ding nicht kaputt schlagen. Nope. Hat keinen Lebensbalken. Ist nicht den Hebel kaputt schlagen. Na gut, ja, dann springt einfach hier hoch und dann gehen wir hier lang. Kann man hier irgendwie weiter? Ne, ich kann von hier gar nicht rüberspringen. Also müssen wir da noch irgendwie eine Leiche da drüben drauf werfen. Warum kann ich da nicht hinspringen, Mann? Haben wir hier denn irgendwo noch was Leichiges, was man platzieren kann? Wo ist das andere Ding? Da. Hättest du die verkohlten Leichen von hier vorne nehmen können. Ja, ja, alles gut. Marco, pass auf. Was? Was macht er da? Bitteschön. Danke. Was macht der da? Ja, irgendwie die Steuerung ist manchmal echt ganz komisch. Vor allem hat er irgendwie eine Fingerfertigkeitprobe machen wollen, warum auch immer. Das weiß man nicht. Den Schlüssel haben wir. Ah. Oha. Ja. Hm, was war das? Ja, irgendwie ist die Wegfindung hier drin nicht so geil. Ja, das sah mir eher nach deiner Wegfindung aus. Du hast den Weg zu Loot gefunden. Nee, da war ja kein Loot, also habe ich den Weg nicht gefunden. Du hast den Weg gesucht. Ja, genau. Also hier vorne ist irgendwas zur Wahrnehmung. Was wir alle, alle verkackt haben. Ja, warte, ich war noch nicht da. Wo denn? Wahrscheinlich ist es der Hebel. Ah, das ist ein Hebel. Was? Dafür muss man wahrnehmen, wirklich? Schrunz. Karabasans-Gift. Jetzt die andere Tür öffnen? Wahrscheinlich. Fritz, habt ihr das Handbuch schon geguckt? Ich habe zu spät festgestellt, dass ich es mir völlig unnötig schwer gemacht habe. Das stimmt. Elixier der Hügelriesenstärke. Blutbankregister. Aha. Erhöht deine Stärke auf 21. Dieses Elixier kann auf ein Ziel geworfen werden, damit seine Effekte wirken. Gilt bis zur langen Rast, okay. Hier ist sonst weiter nichts. Na gut, da ist noch eine fette, opulente Truhe, sehe ich gerade. Hm. Muss Karlach noch öffnen. Step carefully. That's a trap. Ist offensichtlich verfallt. Ja. Redacted, Name unbekannt, Volk Ober. Aha. Karlach, Karlach, Karlach. Oh, auch noch verschlossen. Yes.
Nice. Ein Immersichtsring. Immunität gegen blind. Aha. Okay. Und eine Schriftrolle. Und Gold. Geld. Und Diamant. Ja, Immersichtsring, keine Ahnung. Ob man das braucht. Leg erstmal ein. Haben oder nicht haben, man weiß nie, wann man Einsicht braucht. Immersicht braucht. Einsicht braucht man immer. Siehst du? Immersicht. Ja, ich würde mal sagen, wir haben den Hebel umgelegt, jetzt gucken wir mal, was der andere Hebel macht, oder? Ja, gucken wir mal. Weil vielleicht... Ja, ich weiß, ich werde zu schnell. Yes! Schrunz! Oh Gott. Das sieht... Schlunz? ...aus wie was Gruseliges. Warte, ist das der andere Abgang in diese Höhle? Komm mal drunter eben, bitte. Das ist der andere Abgang in die Höhle, wo wir, den Pillefatz-Song gespielt haben? Nee. Ja, doch. Nee, viel zu weit weg. Ja, aber das sieht da unten auch so schmockig aus, oder nicht? Ja, wer weiß, wo du überall noch... Ich meine, so komische Tentakelwesen haben sich ja überall, aber... Wir müssen doch auch nochmal... Naja, aber wir können da komplett reinklettern. Beziehungsweise Marco wird da komplett reinklettern.